Ich heiße Pina Göktepe und faste heute zum letzten Mal dieses Jahr. Eröffne das Fasten für mich, das Essen, mit einer traditionellen Dattel. Ich bin froh, dass ich jetzt essen kann bei dem Wetter heute. Es war warm, es war anstrengend und ja, guten Appetit. Man ist es ja auch gewohnt mittlerweile. Es ist jetzt der 30. Tag heute, der letzte Tag. Und man ist es gewohnt und deswegen ist es okay für mich. Machen das eh Ende des Ramadans, wird immer gespendet, sei es ein hoher Betrag von 100 bis 150 Euro. Das mache ich jetzt noch zusätzlich für mich, für meine Tochter, dass alles gesund, reibungslos läuft, wir gesund bleiben und die Bedürftige auch noch schön was mitbekommen. Ramadan ist ein Monat, wo wir uns allen auch gegenseitig helfen. Wie gesagt, jetzt unsere Spenden und den armen Leuten miteinander helfen. Ich meine, im Ramadan ist es so ein Feeling da, man merkt gar nicht, wie die Stunden weggehen. Also wir haben am Anfang selbst gesagt, oh Gott, wir werden das schaffen, diese 20 Stunden. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir schon am Ende. Es ist wie verflogen. Ich habe so viel eingekauft zum Trinken, was ich generell nicht machen würde. Aber das hat wirklich damit zu tun, dass ich jetzt so langsam bei der Hitze, 34 Grad, mir extrem warm ist, ich extrem Hunger habe und natürlich extrem Durstgefühl habe. Und bin froh, wenn wir jetzt in 5 Stunden essen dürfen und ich das für den heutigen und den letzten Tag hinter mir habe. In der Normalzeit isst man vielleicht eine Suppe und ein Essen, keine Beilage, gar nichts. Aber da das halt Fasten ist, man den ganzen Tag nicht isst, belohnt man sich selber mit ganz vielen Auswahlmöglichkeiten zum Essen und natürlich auch die Freunde. Man soll ja immer teilen. Deswegen habe ich heute Abend meine Freunde eingeladen, damit sie mit mir zusammen mein Essen mit mir teilen und wir zusammen das Fasten brechen. Der Baklava, das ist extrem aufwendig. Also dafür, das machen jetzt, weil morgen Bayram ist, machen das ganz viele Mütter. Also unsere Mütter machen das, weil das halt zum Bayram ist das gang und gäbe üblich, diese Baklava auch den Gästen, die zu Besuch kommen, zu präsentieren und die damit irgendwie mit Tee, mit türkischem Tee zu begleiten. Also dass man dieses Baklava mit dem Tee zusammen serviert. Also wenn man jetzt 10 Leute besucht am Bayram, was morgen ist, kriegt man auch 10-mal Baklava serviert. Also ich bin auch froh, wenn morgen Bayram ist, das ist ein Fest von uns Muslimen, da vereint man sich ein bisschen, dann hat man sie merkt heute schon draußen dieses Bayram-Gefühl, dass heute der letzte Tag ist, morgen Bayram ist. Man merkt das schon an, jeder Muslim lacht jeden an, heute auch im Laden, wo wir waren. Man hat schon gemerkt, dass es vorbei ist, dass Ramadan vorbei ist und dass morgen Bayram ist. Langsam. Ich mach das schon. Super, danke. Dann umrühren. Und das hier nicht warm schon. Also wir kochen heute türkisch. Überwiegend. Es gibt ein Gericht, was müssen wir mit Curry machen. Das gibt es bei uns Türken nicht, Curry. Aber das essen wir auch. Und halt den deutschen Nachtisch, den mache ich heute. Den türkischen Nachtisch, meine Freundin bringt den Baklava mit, weil das zeitaufwendig ist. Aber den Nachtisch mit Kirsch-Tiramisu, den habe ich selber gemacht. Baklava wäre mir zu aufwendig, das hätte ich von der Zeit her gar nicht geschafft. Also ich durfte jetzt nicht probieren, weil ich faste. Wenn da jetzt zu wenig Salz sein sollte, glaube ich, hat auch jeder Verständnis. Jeder würde auch sofort daran denken, okay, die fastet. Kann man die nicht übel nehmen, aber wenn dann jetzt jemand sagen würde am Esstisch, boah, hör mal, da fehlt der Salz, wäre es eine Sünde für sie, weil sie keinen Respekt davor hat, dass man fastet und dem das nicht abschmecken darf. Ist schon was Besonderes, wenn man unter dem Ramazan-Zeit jemanden einlädt, ist das schon was Besonderes. Sowas ist doch aufwendiger, das muss man am Wochenende machen mit viel Zeit.
Da wird alles ein bisschen schöner dekoriert, es wird das bessere Besteck, das bessere Geschirr oder Tafelservice rausgeholt und nicht das Standard, das normale Geschirr. Morgen bin ich zum Frühstück eingeladen, zum Beidam-Frühstück, morgen ist Beidam. Und dann gehe ich halt zu meiner Familie. Und dann gehe ich noch zu meiner älteren Schwester. Und ja, und dann gehe ich noch mal kurz nach Hause. Es könnte ja sein, dass mein Bruder kommt. Ja. Für die Kinder ist es immer sehr interessant, weil die Kinder kriegen halt ganz viel Geld, Süßigkeiten, halt wie Weihnachten Geschenke. Also das Fastenbrechen fängt heute Abend um 8:55 an. Dafür haben wir diesen Kalender, den kriegen wir immer von der Moschee. Also findet man in jeder Moschee oder in jedem türkischen Laden. Das kann sich jeder Moslem mitnehmen und in die Wohnung aufhängen. So hat man immer die genaue Uhrzeit, wann das Fastenbrechen diesmal ist. Und auch natürlich die genaue Uhrzeit, wann man morgens aufsteht, um nochmal zu essen, bevor die Fastenzeit beginnt. Also Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn jetzt, sagen wir mal, in München ist, glaube ich, um 9:30 gewesen. Und hier im Westen fing es um 18 nach an, der erste Tag. Ramadan ist nicht immer in derselben Zeit. Das verschiebt sich immer nach den Tagesberechnungen aus Saudi-Arabien. Also man richtet sich immer nach der Mondberechnung Saudi-Arabiens. Meistens ist es 10 Tage vorher als wie im letzten Jahr. Das heißt, dieses Jahr haben wir angefangen am 19. Juli. Und nächstes Jahr wird es vermutlich dann am 10. oder am 9. Juli starten. Es geht immer nach vorn, also an den vorangegangenen Monaten. Das heißt natürlich für uns Moslems angenehmer, wenn es in der Winterzeit ist. Also da geht die Sonne auch schneller unter, dann kann man um 4:30 schon meistens essen. So Fasten ist echt eine Prüfung. In der Hitze, warm und ja. Also ich finde es echt erstaunlich. Ich habe auch großen Respekt vor allen, die das jeden Tag gemacht haben. Also... Danke. Guten Appetit. Danke. Boah, das sieht danke. Echt lecker aus. Ja. Hast du das mit Dolma gemacht? Dolma, hast du das gesagt und hast das einfach in Dolma gemacht? Ja, mein Schatz. So, jetzt lassen wir den Abend noch schön ausklingen mit dem traditionellen Tee, den schwarzen Tee. Da bei uns über die Ramazanzeit überhaupt kein Alkohol erlaubt ist. Ja, ich habe gegessen, mir geht's gut. Freue mich auf morgen. Morgen ist Beidam. Baklava auch. So, ich esse jetzt meinen Nacht. Ja, haut rein, ne? Prost. Wir sehen uns nächsten Ramazan wieder.